Eine Stadt, in der vor über 160 Jahren das älteste Moorbad Bayerns entstanden ist, Bad Aibling im Alpenvorland. Heute gibt es hier eine Vielzahl an Kureinrichtungen, wie zum Beispiel das Kurmittelhaus Egger am Rande des Kurparks. Seit über 50 Jahren behandelt Meinrad Egger Patienten mit Moorbädern und kennt die Vorzüge dieser Kurform genau. Ja, unsere Alten, unsere Vorfahren haben schon davon gesprochen. Moor haben sie als schwarzes Gold bezeichnet. Moor ist ein Jungbrunnen. Heute hat man das wissenschaftlich natürlich untersucht. Im Moor ist eine hohe Prozentzahl beispielsweise von Huminsäure. In dem Moor sind über 38 Spurenelemente. Und was natürlich ganz toll ist, in diesem Moor sind 252 verschiedene Hormone, natürlich rein pflanzlicher Art. Für die Bäder wird ein spezieller Torf verwendet, der extra für Heilzwecke in der Gegend um Bad Aibling abgebaut wird. Das dickbreiige Moor wird auf etwa 40 bis 43 Grad erwärmt. Durch die langsame Wärmeübertragung auf den Körper wird die Durchblutung der Haut, Muskeln und Gelenke angeregt. Verspannungen werden gelöst und die Wirkstoffe des Moores werden über die Haut in den Körper aufgenommen. Die Tiefenwirkung des Moores ist besonders bei Muskelverspannungen, chronischen Rücken- und Wirbelsäulenleiden sowie rheumatischen Beschwerden effektiv. In der Rheumaklinik Bad Aibling betreuen Kurärzte wie Dr. Evelyn Burkhardt die Gäste. Die medizinischen Einsatzformen des Moores sind vielfältig. Die Moorbehandlungen finden ein sehr breites Einsatzspektrum in der Medizin, insbesondere bei vielen unterschiedlichen Erkrankungen am Stütz- und Bewegungssystem. Ein gutes Ansprechen sehen wir auch bei weichteilrheumatischen Beschwerden. Das sind zum Beispiel Sehnenansatzerkrankungen wie der chronische Tennisarm oder der chronische Mausarm oder die in generalisierter Form auftreten, die Fibromyalgie. Aus dem Formenkreis der entzündlich-rheumatischen Systemerkrankung möchte ich speziell den Morbus Bechterew hervorheben, eine entzündliche Wirbelsäulenerkrankung. Die Patienten sprechen besonders auf sehr intensive Wärmebehandlungen in Form von Moorbädern als Ganzkörperüberwärmung an. Den Krankheiten gemeinsam ist, dass sie sich für den Patienten durch schmerzhafte muskuläre Verspannungszustände zeigen. Und hier kommt das Moor mit seiner Wirkung als idealer Wärmespeicher zum Einsatz, führt zu einer verbesserten muskulären Durchblutung, zur Lockerung der muskulären Verspannung und hierüber dann letztendlich zur Schmerzlinderung oder auch bis hin zur Schmerzfreiheit. Zwischen den Moorbädern gehört zu einer Kur in Bad Aibling natürlich auch die sportliche Betätigung der Kurgäste. Hauptziel oder die Empfehlung, die wir auch medizinischerseits oder als Ärzte abgeben, ist natürlich gar nicht erst dafür oder die muskulären Verspannungen gar nicht erst aufkommen zu lassen. Das heißt, in der Zwischenphase gilt es wirklich über Aktivitäten, über eigene Krankengymnastik, Bewegung, Sport, was für seine Muskulatur zu tun, dann bleibt die auch so ordentlich locker. 15 bis 20 Minuten und das 2 bis 3 Mal pro Woche über einen Zeitraum von 3 Wochen. Das ist die Faustregel für eine gelungene Moorkur in Bad Aibling. Doch neben all diesen gesundheitlichen Aspekten hilft das Moorvollbad zum Beispiel auch Frauen bei unerfülltem Kinderwunsch. Also da haben wir relativ gute Erfolge, muss ich Ihnen sagen. Die Gynäkologen, die Frauenärzte, die schicken uns immer wieder junge Frauen, wo alles andere probiert wurde. Und da haben wir, wenn wir also eine Moorkur mit den Damen machen, gute Erfolge. Wir haben eine Studie gemacht, das war letztes Jahr. Das waren 11 Frauen, die jüngste war 39, die älteste war 44. Und von den 11 Frauen sind nach einer Moorkur 7 innerhalb von einem Dreivierteljahr schwanger geworden. Das ist doch eine tolle Sache. Ein weiterer Vorteil dieser Kurform: Nach der Anwendung wird das Moor der Natur wieder zurückgeführt. So entstehen aus den einstigen Abbaugebieten rund um Bad Aibling im Laufe der Jahrzehnte Biotope, die neue Lebensräume für Flora und Fauna eröffnen. Natürlich gibt es für Interessierte auch die Möglichkeit, sich die Mooranwendungen mit nach Hause zu nehmen. Also letztendlich ist jede Form der Wärmeanwendung sinnvoll und hilfreich. Da gibt es verschiedene Dinge. Nicht jeder kann sich jetzt ein Moorvollbad oder ein Moorwannenbad zu Hause einlassen. Aber es gibt Moorkissen, die lokal sozusagen auf Rücken oder auf die Gelenke aufgelegt werden können, die zu Hause warm gemacht werden können und dann regelmäßig auch benutzt werden können. Mehr Informationen zur Moorkur und ihren Wirkungsweisen finden Sie im Internet unter gesundes-bayern.de.